Ja, hallo, der Micha hier von Mika News. Ich stelle euch heute ein neues Fahrzeug von Really vor, und zwar ein 1:8 Buggy, den Electro Buggy Giant Bus 4WD. Dabei handelt es sich um einen, ja, wie der Name schon sagt, 4WD Buggy Maßstab 1:8 als R2R mit Akku und Ladegerät, Servos drin, fahrbereit. Ich glaube, ihr braucht nur die Sanderbatterien und das war's schon. Dann kann es losgehen. Ladegerät soll auch drin sein. Von der Seite her braucht ihr nicht. 2,4 GHz Fernsteuerung, Pistolensender, spritzwassergeschützter elektronischer Fahrregler, ein 9 Kilo Servo ist mit bei, Lipo-Akku, Ladegerät habt ihr dazu und das war's. Anleitung könnt ihr runterladen im Internet, genauso wie die Ersatzteilliste. Ersatzteilliste habe ich mal kurz schon ausgedruckt, damit ihr hier die seht. Da habt ihr hier eine Ersatzteilliste. Ist jetzt nicht sehr groß, aber reicht zumindest. Ob eine Explosionszeichnung bei ist, ich weiß es nicht. Ich befürchte nein. Das war schon beim Chimera so. Da habe ich auch keine gefunden. Da muss man sich durchhangeln, sage ich mal. Geschwindigkeit 45 km/h wird angegeben. Wir müssen aber auch dazu sagen, es handelt sich um ein R2R im Wert von 222 Euro. Da wird man jetzt nicht viel erwarten. Also viel erwarten meine ich jetzt an Topspeed, weil es ganz klar, das Fahrzeug ist an einen Einsteiger gerichtet oder Neueinsteiger, der vielleicht vor ein paar Jahren schon mal RCK gefahren ist und jetzt wieder ins Hobby reinschnuppern will. Und dafür sind die 45 km/h völlig ausreichend. Wer mehr möchte, entweder geht er eine Stufe höher, dass er einen Baukasten höher kauft, also einen hochwertigeren mit einer anderen Elektronik drin. Oder besteht natürlich immer die Möglichkeit, ihr könnt natürlich auch den Motor und den Regler etwas aufpinken nach oben. Also sprich, ihr macht eine andere Kombo rein oder ihr macht ein größeres Motorritzel rein. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das Ganze noch ein bisschen schneller zu machen, das Fahrzeug. Also bei den 45 km/h muss es nicht bleiben. Aber wir müssen halt wirklich sagen, 220 Euro, 45 km/h ist halt eindeutig für den Einsteiger oder für den Hobbyfahrer gedacht, der einfach mal am Wochenende raus will oder in der Woche durchs Gelände fliegen. Und 45 km/h, die können schon ganz schön schnell sein, gerade im Offroad-Bereich. Ich habe jetzt schon fast schon zu viel gequatscht. Ich würde sagen, wir machen hier diese nachhaltige Verpackung mal auf. Also das ist das Schöne daran. Wir haben jetzt so eine nachhaltige Verpackung, wo alles mit drin ist. Es gibt nicht nochmal einen extra Karton dazu, wie es halt früher war. So ist auch gleich der Versandkarton. Ihr seht hier, hier oben war mein Versandaufkleber. Also so kommt dann das Fahrzeug. Hier habt ihr es. Bürstenloser Motor ist mit bei. Spritzwassergeschützter Fahrregler und ein 9 Kilo Servo. Und dann haben wir hier inklusive Lipo-Akku und Ladegerät. Das Ganze powert 4S. Ihr habt also 2x2S drin, deswegen 4S. Dafür ist er fähig. Der Fahrregler, ob ein 4S-Pack passt in so einer großen Größe, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir schauen mal rein in den Baukasten. Dazu muss ich natürlich hier erstmal die Klebchen, also sprich das Klebeband hier hinten, entfernen. Und ich würde euch raten, macht eins, kippt den nicht aufs Dach. Der sollte zwar schön verpackt sein, aber ich weiß jetzt nicht, wenn ich den jetzt umdrehe, ob das Fahrzeug dann quasi auf die Karosse fällt. Also Blick rein, wir gehen mal ein Stückchen in eine andere Perspektive, damit ihr ein bisschen einen besseren Einblick habt. Werfen wir jetzt mal einen Blick hinein in das Fahrzeug. Tada! So präsentiert sich der Baukasten. Ne? Sieht auch schon mal schick aus. Karosserie. Plastikkarosserie sieht man hier schon. Also Plastikdach. Mit hier so eine, ich sag mal, mit so eine Flossen. Lackierte Karosserie. Gitterrohrrahmen aus Kunststoff. Oh, hier vorne. Könnten Karosseriehalter dran gewesen sein, aber ist egal. Und ich würde jetzt sagen,
wir wollen doch jetzt sehen, wie das Fahrzeug drinnen aussieht. Heißt, ich mache den Baukasten auf und wir schauen mal hier genau rein. Zuerst Fahrzeug raus, können wir schon mal zur Seite stellen. Dann sehen wir hier als zweites bekannt der Lipo-Lader, und zwar der V-Charger Eco Lipo 1000. Den werden wir uns gleich danach widmen. Dann sehen wir hier das Fahrzeug und hier noch eine zusätzliche Kiste. Bevor wir jetzt in das Fahrzeug reingucken, würde ich sagen, wir widmen uns mal hier der schönen Kiste. Fahrzeug stelle ich jetzt mal ein Stückchen weiter weg. Hier müssen wir jetzt gar nichts aufmachen. Alles aus Pappe. So, das Papierchen kann auch weg. So, dann schauen wir hier mal rein. Was ist hierbei? So, und zwar Päckchen leer. Wir haben hier die Gen 4 Fernsteuerung. Schauen wir mal. Ha, das ist die gleiche wie vom Chimera. Also die kenne ich schon. Ihr kennt sie vielleicht noch nicht. Können wir hier drauf eingehen. Hier haben wir den dritten Kanal. Hier haben wir noch ein Tasterchen. Wir haben hier ein Kunststofflenkrad, also nicht noch mit Schaumstoff ummantelt. Wir haben hier Gas. Bremshebel hier unten drunter, nicht in die Richtung schieben, sondern so nach vorne raus. Haben wir das Batteriefach, AA-Batterien, 4 Stück kommen hier rein. Und dann haben wir hier den Deckel, vorsichtig so nach oben aufmachen. Dann haben wir hier das Bedienpult, da können wir mal gehen, durchgehen. Ein Ausschalter zum Ein- und Ausschalten. Dann haben wir hier hinten die... Also sieht man immer schwer. Hier die Trimmung. Trimmung plus, also nach rechts. Minus sollte dann nach links sein für Servo. Dann haben wir hier die Trimmung fürs Gas. Und hier haben wir die Dualräder. Das heißt, wenn wir jetzt hier voll lenken, dann können wir den vollen Lenkeinschlag hier begrenzen oder eben so weit wie möglich machen. Aber bitte nicht über den obersten Punkt gehen. Also wenn der mechanische Anschlag erreicht ist, da soll auch hier der elektronische Anschlag sein. Dann haben wir hier den Binding-Knopf und wir haben die Reverse für einmal für Gas und einmal für das Servo. Und hier, wie gesagt, das Binding-Knöpfchen. Dann haben wir hier die Statusanzeige, wie voll der Akku ist. Optik, bisschen Carbon, aber ist natürlich alles hier etwas, nicht original, natürlich Imitat. So, das war der Sender. Dann haben wir hier das Ladegerät. Da haben wir die Anleitung auf einer kleinen CD. Auch beschriftet. So, und da könnt ihr euch die am PC runterladen und dann ausdrucken. Nummer 1. Und dann haben wir hier den Lader. Der gehört natürlich dazu. Ist hier mit Netzanschluss und Netzteil. Dann haben wir hier den Netzanschluss, hier das Kabel einfach nur reinstecken und auf der anderen Seite hier den Ladeanschluss, und zwar einmal für, oh, wo steht's? Manchmal steht es ja da, einmal für 2S und einmal für 3S sollte das sein. Hier der Anschluss. Ansonsten Blick in die Anleitung, kann ich jetzt nicht werfen, die ist leider als CD-Form. Da bitte reinwerfen. Einen Blick. So, das war das Ladegerät. Und jetzt haben wir hier, also das Schöne ist, Carson verzichtet komplett auf Plastikmüll. Top. Sehr schön. Dann haben wir hier, schauen wir rein, was das ist. Ich könnte es ahnen, und es ist halt so, wir haben schon mal die Center-Batterien dazu. Und zwar Konrad 1,5 Volt Alkali-Batterie. So, 4 Stück liegt bei, die braucht ihr euch nicht zusätzlich kaufen. Einfach nur in den Sender stecken.
Dann auch hier eine Anleitung. Für was wohl? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, für den Sender Gen 4, die Bedienungsanleitung. Da solltet ihr nochmal die Knöpfchen und die Bedienknöpfchenhebel nachlesen können. Dann haben wir hier ein kurzes Beiblatt, sage ich mal. Dann hier die Anleitung von der hier, wie man den Fahrregler programmiert. Schauen wir mal kurz durch. Am Anfang, klar, Sicherheitshinweise, Inbetriebnahme, bitte alles einmal durchlesen, was zu beachten ist. Dann, wie man die Fahrakkus lädt, dann anschließen der Fahrakkus, sichere Befestigung mit Klettband, wie es hier ist. Dann gibt es hier Steuern des Fahrzeugs, wie man es steuert, klar. Gas geben, Bremse, Lenkung, viele werden es kennen. Gas geben, bremsen bzw. rückwärts fahren und das ist Lenken. Und es gibt beim Lenken auch verschiedene Stellungen. Also ihr müsst nicht so lenken, ne? Immer rechts, links. Ihr könnt auch sanft lenken. Ne? Also wenn ihr eine Kurve fahrt, müsst ihr nicht immer eckig fahren. Ihr könnt es auch rund fahren, indem ihr wirklich nur so weit einschlagt, wie ihr es braucht. Und das geht beim Gas natürlich auch. Ihr müsst nicht immer nur so fahren und so bremsen. Ihr könnt auch so gemächlich fahren und beim Bremsen oder Rückwärtsfahren halt auch nur ein Stückchen den Hebel bewegen. Bloß mal so noch am Rande erwähnt. So, 1:8 Buggy. Hier gibt es, wie gesagt, die Hinweise zum Steuern. Wie man den Fahrregler programmiert, mache ich bestimmt noch mal ein extra Video dazu, was es an Sonderfunktionen gibt. Einstellbare Fahrfunktion. Vorwärtsbremse, Vorwärtsbremse, rückwärts. Das sind die Fahrfunktionen Motor, Bremse. Das heißt, ihr könnt die Bremskraft einstellen. Unterspannschutz könnt ihr einstellen. Ganz wichtig, 3,2 Volt ist serienmäßig eingestellt. Das ist praktisch zum Schutz des Lipo-Akkus, dass der nicht zu tief entladen wird. Würde ich das auf jeden Fall drinnen lassen. Dann habt ihr den Startmodus, also gehe ich mal von aus. So ungefähr die Beschleunigung wird das sein. Also wie schneller beschleunigt, beziehungsweise wie stark. Langsam, normal, schnell und sehr schnell. Und dann habt ihr hier eine maximale Bremskraft, eingestellt ist 75%, maximal 100 ist möglich. Die Motorbremse ist das gemeint, wenn ihr das Gas wegnehmt und im Neutral seid, wie viel Prozent der Motor quasi bremst. So, Einstellmöglichkeiten, positiver, also negativer Sturz, positiver Sturz, kommt zur Erklärung dazu. Dann Einstellung der Stoßdämpfer, Einstellen der Spur, ist hier gut erklärt. Also ein paar Hinweise gibt es schon dazu. Ja, dann natürlich hier welcher, so ein paar technische Daten noch zum Modell. Reinigung des Fahrzeugs, auch ganz interessant. Klar, ihr solltet auf jeden Fall vor der Fahrt, bevor man jetzt zur Reinigung und Wartung kommt, ihr solltet auf jeden Fall vor der Fahrt Radmuttern, Schraubenverbindungen überprüfen. Empfänger, Fahrregler, Ein- und Ausschalter, alles fest sein, Reifen sollten geklebt sein, Kabel sollten nicht in bewegliche Teile kommen und genauso die Funktion des Lüfters wegen zum Temperaturschutz sollte erfüllt sein. So, waschen niemals mit Hochdruckreiniger. Mit einem feuchten Tuch die Karosse abwischen. Verwenden Sie einen langhaarigen Pinsel, sauberen Pinsel und einen Staubsauger. Druckluftsprays können auch eine Hilfe sein zum Reinigen. Ja, kann man verwenden, ist auf jeden Fall keine schlechte. Und ihr solltet natürlich nicht mit Wasser rangehen an elektronische Bauteile. Das tut der Elektronik nicht sehr gut. Dann würde ich sagen, hier, das ist das Fahrzeug, das ist der Giant Bus. 1:8 Buggy, wie wir sehen hier, die Reifen sind geklebt. Hier 17 mm Radmuttern sind drauf. Also ihr braucht auf jeden Fall einen Radmutternschlüssel, damit ihr hier die Radmuttern lösen könnt vom Fahrzeug. Ich gehe mal auf die Rückseite. Wir haben hier ein Aluminiumchassis. An den Seiten ist das hier so geknickt, also zur Seite gebogen, hat den Vorteil, dass es
nochmal dadurch versteift ist. Dann haben wir hier Imbusschrauben und Senkschrauben an der Chassis-Unterseite. 2 mm 2,5er. Das Schöne ist, ihr braucht keinen Schlitzschraubendreher. Ihr könnt hier Dreher, ihr braucht nur einen Imbusschlüsselsatz. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil das haben die meisten Fahrzeuge und Kreuzschlitz ist ja nicht mehr so state of the art, wie man sagt. Dann seht ihr hier die Querlenker. Wenn ich hier auf die Querlenker gucke und ich drehe den mal hier rechts, links und so zur Seite, dann würde ich sagen, sieht das so aus, dass die Querlenker rechts wie links passen. Die sind nämlich baugleich. Hier, man sieht es hier an der Befestigung für den Stoßdämpfer. Auf der anderen Seite ist das genauso der Fall. Dann haben wir hier den Vortrennquerlenker. Da sieht es genauso aus. Also schon mal eine schöne, runde Sache. So, ein Blick unter die Karosserie. Geht das so einfach? Jetzt ziehe ich hier, aber ich muss ja hier ziehen. Ist ja ein Gitterrohrrahmen ringsrum. Karosserie. Sieht aus wie von einem, ja, wie von einem alten Formel 1 Fahrzeug. Hier mit der Fahrerfigur drin. Aber nein, es handelt sich um den Giant Bus von Really. Hier sehen wir jetzt einen kleinen Blick aufs Fahrzeug, wie das Ganze aussieht. Eigentlich sieht man nicht sehr viel, wie ihr seht, weil durch das Dach ist quasi hier alles verbaut. Da können wir hier nur mal einen Blick von der Seite werfen. Ganz ungewöhnlich fällt jetzt auf hier der Motor. Der ist über den Akkus eingebaut. Ha, ganz merkwürdige Konstruktion. Hätte ich jetzt gar nicht vermutet, dass der Schwerpunkt so weit oben ist, aber man hat das jetzt baulich gar nicht anders wahrscheinlich hinbekommen. Weil wir haben ja immerhin einen, wie ihr seht, einen Allradantrieb, Differenziale vorne und hinten, und wir haben Allradantrieb, und wo will man den Motor hinbauen, wenn man side by side, ihr seht es, wenn ich es jetzt hier drum drehe, wir haben hier einen Akku und auf der anderen Seite einen Akku und unten drunter geht die Antriebswelle. Also blieb jetzt nicht viel Platz, als nach oben zu gehen. Man hätte jetzt noch die Option, nach vorne zu gehen. Aber da ist ja hier einmal das 9 Kilo Servo, und zwar das S090. Hier das S090 Servo. Ja, wie ihr seht, rechts, links Spurstange, damit ich hier schön den Nullpunkt einstellen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier Nullpunkt von der Trimmung einstelle, habe ich hier noch einen gewissen Spielraum und ich kann hier die Lenkung genau in Flucht einstellen. Also so, wie es sein soll. Also ich habe da die Möglichkeit, etwas nachzujustieren. Hier ist der Empfänger. Der ist, würde ich jetzt sagen, nicht spritzwassergeschützt, weil die Kabel gucken hier raus. Und wenn hier jetzt Wasser reinkommt, das ist jetzt auch nicht so gut. Dann haben wir hier dahinter den Schalter, der ist Spritzwassergeschützt, mit dem kleinen Setup-Tasterchen daneben, mit einer Gummidichtung oben drüber, transparent. Also eigentlich ist das wieder Spritzwassergeschützt. Und hier haben wir den Fahrregler darunter verstaut. Man sieht so ein bisschen hier vielleicht, ja, nicht viel, ihr seht es vielleicht jetzt nicht so stark, da ist der Lüfter verbaut. Und hier sieht man das, es ist ein 10. Hier sieht man die Bezeichnung. Ah, jetzt seht ihr das vielleicht besser. Wenn wir jetzt noch ein bisschen näher rangehen, noch ein Stückchen, ja, ein bisschen drehen. Und zwar ist hier ein 10 BL60 R2R wasserfester, waterproof Fahrregler verbaut. Hier vorne haben wir eine Aluminiumplatte, die hier die Doppelarmanlenkung etwas verstärkt, also die zwei Bolzen, dass die sich nicht verwinden bzw. Sich verdrehen. Dann haben wir hier, oh, ziemlich dick, ich würde sagen, ohne zu messen, 3 mm Ackermannplatte, die Doppelarmlenkung, Lenkhebel hier miteinander verbindet, und dann geht es einmal zum linken Radträger und zum rechten Radträger. Und auch einstellbar hier ganz fein zu sehen. Ich komme mal näher. Hier ganz fein zu sehen
mit einem 4K, 6K drauf, wo ihr quasi hier die Spur einstellen könnt. Sturz ist einstellbar, auch über Rechts-Links-Geländestangen. Hier seht ihr obere Querlenker und hier der äußere von dem oberen Querlenker. Der ist rechts-links verwendbar. Ihr müsst bloß aufpassen, dass er den in der richtigen Position drehen tut. Also gerade hier den äußeren. Weil hier vorne das breitere Stück ist vorne und das schmalere ist hinten. Was gibt es sonst noch? Hinten hatte ich gesagt. Ach, hinten ist ja noch toller. Hinten ist ja so ein Träumchen für manche. Ne? Man kann hinten, hier hinten haben wir auch eine ARS-Achse. Eine ARS-Achse heißt eigentlich nur, nennt man so im Tourenwagen. Man kann hinten die Vorspur, die man hinten eigentlich nur über so eine, ja, wie soll ich das sagen, hier über so eine Plättchen, also sprich über die Schwingaufnahme einstellen kann, darauf wird hier verzichtet, komplett verzichtet, weil wir haben hier rechts-links Gewindestangen und hier haben wir im Prinzip die gleiche Aufhängung wie vorne, auch mit einem Lenkhebel und an dem Lenkhebel ist hier die Spurstange verbunden mit dem Chassis und darüber kann ich jetzt hier hinten meine Vorspur einstellen, stufenlos. Und den Radsturz extra noch. Also ich habe hier ein voll einstellbares Fahrwerk, wo ich quasi hier, das Einzige, was ich nicht einstellen kann, was ich jetzt gerade sehe, ist hier ist das Rollsender. Aber ansonsten, ich habe die Möglichkeit, stufenlos die Spur einzustellen. Ich kann den Sturz stufenlos einstellen. Das gleiche gilt für vorne. Ich kann vorne den Sturz stufenlos einstellen und ich kann hier die Vorspur einstellen, stufenlos. Voll genial. So, Querlenker und so macht jetzt erstmal einen stabilen Eindruck. Das Ganze wird sich natürlich beweisen, wenn man durchs Gelände fährt, ob das wirklich so stabil ist, wie es wirkt. Da kann man jetzt so relativ wenig sagen, aber ich würde sagen, sieht ja erstmal vom ersten Eindruck gut aus. Und wenn ich jetzt als mal vergleiche, ich habe natürlich die kleine Variante habe ich natürlich auch da. Also, was heißt die kleine? Das hier ist mein Chimera, den ich auch schon mal gefahren habe. Und hier, ihr seht, obere Querlenker ähnelt den. Außer hier, der obere ist anders. Und hier, ihr seht schon, wenn man das mal näher ran betrachtet hier, die Querlenker sind wesentlich kleiner, schmaler für 1 zu 10. Und hier, die wirken wesentlich robuster. Klar. 1 zu 8 muss natürlich auch mehr aushalten. Dann seht das hier, der Profi wird es gesehen haben oder der Kenner. Ihr habt die Möglichkeit hier erstmal verschiedene Dämpferpositionen hier unten anzulenken. Das gleiche haben wir oben an der oberen Dämpferbrücke. Und ihr könnt hier über diese Rändelmutter, könnt ihr hier die Federvorspannung einstellen und dementsprechend auch den Ausfederweg etwas beeinflussen. Ausfederweg ist hier nicht einstellbar, möchte ich hier mal so noch sagen. Normalerweise ist im Querlenker ja hier auf dieses Teil, also hier, normalerweise drückt er hier eine Magenschraube drauf, auf diese kleine Lacher. Das ist vorne und hinten diese Lacher. Ja, hier vorne ist auch so ein Lächeln, aber ihr seht, da fehlt hier irgendein Teil, beziehungsweise hier fehlt auch im Querlenker eine Magenschraube, um den Ausfederweg hier zu begrenzen. Man kann das normalerweise begrenzen, fehlt hier aber. Ist jetzt für einen Becher und für einen Spaßbereich nicht so wilde. Die Rennfahrer, ja, manche stellen das ein und manche brauchen das. Ansonsten haben wir hier, wie gesagt, Alu-Kappe, Alu-Rändelmutter, ansonsten Kunststoffgehäuse. Über diese Rändelmutter könnt ihr, wie gesagt, die Bodenfreiheit einstellen, beziehungsweise halt hier die Federvorspannung. Und das gleiche gilt auch für die Stoßdämpfer hier vorne an der Vorderachse. Auch verschiedene Anlenkpunkte hier unten und oben ist nur einer, sogar hier ein Dämpferschutz hier oben drauf. Sehr schön. Und wir haben hier auch über die Rändelmutter ist das Ganze einstellbar. Zweieinhalber. Dann wollen wir mal einen Schritt weiter gehen. Kann sein, dass sich jetzt die Lichtverhältnisse etwas verändert haben. Es ist jetzt ein bisschen später geworden. Ich muss dennoch was zwischendurch erledigen. So. Schraube ab. 2,5er Inbusschlüssel. Lege zur Seite. Schauen wir mal, was hier passiert.
aber da passiert jetzt nicht viel. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mehr abschrauben. So, gucken wir. Da muss ich jetzt hier noch den Seiten, die Seite hier abmachen. Okay. Zweier. So. Haben wir schon mal die nächste ab. Ah, das läuft besser. Und auf der anderen Seite werde ich jetzt drehen. Muss ich hier Nummer 2, damit ich den Käfig auf der zweiten Seite auch noch abmachen kann. Ich glaube, das muss man nicht abmachen. Ich mache das jetzt einfach ab, die Schraube, weil ich möchte mal drunter gucken. So, also ich möchte mal drunter gucken, wenn ich das jetzt hier abmache. Aber ich sehe schon, das wird jetzt noch komplizierter, dass ich jetzt hier da rankomme. Ich wollte es eigentlich zeigen, wie das jetzt hier aussieht, aber da muss ich doch schon mehr abmontieren. Das heißt, ich werde mal probieren. Den Dämpfer hier hinten. Abzumachen. So. Was heißt? Muss doch mehr machen. Ich will mal kurz ausschalten. So, zweite Seite auch gleich gemacht. Und dann können wir hier den Käfig schön demontieren. Jetzt, wie ihr seht, sehen wir etwas mehr von dem Auto. Ihr seht hier die zwei 2S Akkus. Lipo-Akkus sind mit Klettband festgemacht. Die könntet ihr auch so rausmachen, auch wenn ihr jetzt das Teil nicht abgemacht hättet. Das wäre, hätte jetzt auch schön funktioniert. Ich würde es jetzt hier nur so machen und versuchen, den Akku jeweils so rausmachen. 20C, 3000 mAh, Lipo-Akku, 7,4 Volt. Charging maximal 6 Ampere, Discharging maximal 120. Jetzt, davon haben wir zwei Stück. Jetzt zeige ich euch ganz kurz. Lader, 1S, 2S, 1S, 2S, 3S, passt hier ran der Stecker. Auf die Steckrichtung achten. Wir haben hier drei Stecker, also stecken wir hier rein. So, und schon kann er geladen werden. Ich muss natürlich jetzt mit dem Ladegerät noch ans Stromnetz ran. Und nicht vergessen, Liposack am besten noch besorgen, dass ihr den Akku im Liposack laden könnt. So, das werde ich noch tun. Also sprich, ich werde jetzt hier meinen Ladestecker nehmen. Ha, hier übrigens, ne, das ist auch aus Pappe. Dann nehme ich hier mein Ladekabel, stecke das in mein Stromnetz rein. So. Anstecken. So. Dann, wie ich gesagt habe, stecke ich hier meinen Stecker rein. Liposack laden. Charging Status. Power. Er lädt jetzt. Und mal schauen, wie lange es jetzt dauert, beziehungsweise ich muss ja jetzt beide Akkus laden, den auch noch.
dass ich fahren kann. Das ist der einzigste Nachteil. Wenn ich jetzt hier wie hier zwei Akkus habe, muss ich natürlich auch doppelt so lange warten mit Laden. Also ich muss jetzt warten, bis der eine Akku voll ist und dann der andere. Bitte achte darauf, dass beide Akkus gleich voll sind, beziehungsweise dass beide Akkus, wenn ihr sie ansteckt, auch voll sind. Stecksystem. Dieser T-Stecker, ich sage immer Dienst-T-Stecker, T-Stecker sind. Man kann hier gar nichts falsch machen, weil der eine Stecker in den einen Akku und der andere Stecker in den anderen Akku. Dadurch, dass die hier so geschaltet sind, sollte es funktionieren, wenn ein Akku nur drin ist. Aber sollte. So, dann hier am besten wirklich hier das immer drin lassen. Wird natürlich hier auch ein bisschen rausziehen, glaube ich. So, dass er hier rankommt. Gerade wenn jetzt hier noch der Käfig drüber ist, dann kommt er etwas schlechter ran. Aber ihr habt ja gesehen, einfach drei Schrauben lösen und schon geht's weiter. Hier würde ich die Schrauben drinnen lassen. Hier, die stecken hier noch drinnen. Vielleicht sieht man es hier besser. Ich habe die hier noch drinnen. Da oben, da sieht man es, ne? Hier, da ist die eine und auf der anderen Seite ist die andere. Damit die Dämpfer nicht rausfallen, sonst würden die jetzt rausfallen. Dann haben wir hier unter dem Motor, sieht man ganz schlecht, aber man sieht es. Wir haben hier Knochen drin und hier haben wir auch Knochen und hier haben wir ein Kunststoffzahnrad. Da ist nicht sehr viel Platz zum Akkufach. Da ist hier schon etwas rausgefräst worden, damit das da nicht schleift. Auf der anderen Seite auch. Kunststoffzahnrad, ansonsten komplett kugelgelagert, Knochenantrieb, also Knochen nach vorne. Dann haben wir hier hinten auch Knochen und hier vorne haben wir auch Knochen. Sieht man ganz gut, wenn man hier von der Seite reinguckt, dass das Knochen sind und keine CVDs. Auch so sieht man es vielleicht noch mal ein bisschen besser. Und hinten sind auch ganz normale Knochen verbaut. Dann solltet ihr euch besorgen, neben einem 2 mm Imbusschlüssel, neben einem 2,5er Imbusschlüssel, solltet ihr euch auf jeden Fall besorgen, ein Radmotorenschlüssel. So. Boah, die sind wirklich fest. Radmotorenschlüssel, hier steht es drauf. 17 mm. Warum? Ja, irgendwann müsst ihr vielleicht doch mal die Reifen wechseln. Und deswegen bietet sich das an. Ab und zu fragen mal welche. Hier, ich glaube hier drinnen, der Stift wird hier mit einer Madenschraube gesichert. Also, dass der nicht rausfällt, ja. 2 mm Madenschraube und dann könnt ihr hier den Stift rausmachen aus dem Aluminiummitnehmer. Wenn ihr den versucht rauszuhauen und ihr habt die Madenschraube nicht gelöst, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn der nicht rausgeht. Die Reifen habt ihr hier schön im Blockprofil, halt für Offroad. Also, wenn ihr durchs Gelände fahrt. So, wir haben hier ein C-Hub. Bevor wir das uns genauer angucken, das ist jetzt aber dann auch wirklich das letzte. Ui, die sind aber wirklich fest. Uppala, also wenn die jetzt sich lösen, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall solltet ihr alle Schrauben nachziehen. Einfach kontrollieren, bevor ihr losfahrt. Sollte man grundsätzlich immer machen, bevor man losfährt. Dann haben wir hier passende 17 mm Sechskant Mitnehmer. Ganz normale Felgen. Passen ganz normale 1:8 Offroad Felgen. Es gibt auch Jungs, die machen und Mädels. Ne? Die machen gerne Monster Truck Reifen mal auf so eine Autos drauf. Geht natürlich auch, weil der Mitnehmer passt. Müsst nur aufpassen, dass das nirgends schleift, gerade hier schleift oder beim Einlenken. So, die hier eine Riffelung ist hier an der Radmutter, dass sich die nicht so leicht löst. Schöne Sache. Dann seht ihr hier, Blick auf die Aufhängung nochmal. Hier, Blick auf die hintere, Blick auf die vordere, hintere, vordere. Und was seht ihr? Ja, ist identisch. Also die Querlenker sind vorne hinten identisch, genauso wenn ihr einen Blick auf die Lenkhebel werft hier, die sind auch identisch, die Mitnehmer sind identisch, also man hat hier quasi
die Vorderachse und Hinterachse identisch gemacht. Also das Schöne daran ist bei dem Auto, ihr habt vorne, hinten gleiche Aufhängung. Und schauen wir uns mal die Diff-Gehäuse an. Was hier fehlt, ist diese typische Chassis-Abstützung. Also normalerweise diese Offroad-Autos haben ja hier so eine Abstützung. So eine schräge Abstützung. Die ist etwas hier unten auf dem Chassis verbunden. Ganz unten, dick und fett, hat man das Diff-Gehäuse etwas verlängert. Beziehungsweise hier ein Teil, wie es aussieht, angeschraubt. Damit das praktisch wesentlich stabiler ist. Es kann aber nicht schaden, wenn man sich noch was baut, dass man hier praktisch eine Abstützung zum Getriebe macht. Irgendwie von hier hinten. Aber eigentlich auch nicht notwendig, weil wir haben ja hier noch den Gitterrohrrahmen, der praktisch das noch verstärkt, also verbessert. Und wenn man das jetzt hier mal zusammendrückt, ein bisschen drückt zusammen, aber der Gitterrohrrahmen kommt ja jetzt noch drüber und dadurch wird das wieder verstärkt. Ansonsten Mitteldifferential ist hier darunter. Lässt sich eigentlich simpel lösen, die vier Schrauben hochnehmen und dann sollte der Motor nach oben rausgenommen werden können. Kann sein, dass wir hier noch an die Schrauben muss, um den Motor quasi zu lösen. Aber das mache ich in einem anderen Video. Dann werden wir uns das nochmal näher betrachten. Ja, das war's, würde ich sagen. Hier, wie gesagt, die Vorspureinstellung an der Hinterachse. Hier kennt ihr ja von der Lenkung die Vorspureinstellung. Sollte immer etwas geöffnet sein, ganz leicht, so 0,51 mm. Und hinten immer so, ja, so circa 3 Grad Vorspur, damit das Auto stabiler ist. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt mal einen guten Einblick bekommen vom Fahrzeug. Ich baue den jetzt wieder zusammen. Ich zeige euch das ganz kurz. Ich schraube hier meine Radmutter wieder fest. Hinten genauso. So. Dann seht ihr mal, wie einfach das geht. Die Akkus lasse ich draußen, weil ich lade die. Dann setze ich hier meinen Gitterrohrrahmen ein. Darauf achten, dass das hier an den Seiten passt, nach vorne passt und vor allen Dingen, dass hier hinten das auch hier richtig dran macht. Dann habe ich festgestellt, den Akkuschrauber geht natürlich wesentlich besser und einfacher, das wieder zu montieren und auch zu demontieren. So, dann haben wir die Seite Nummer 1. Seite Nummer 2. Denkt dran, den letzten Rest, das letzte Stück am besten mit der Hand, damit er da keine Schraube überdreht. Die zwei unteren lasse ich jetzt erstmal weg. Dann kommt hier vorne. Die 2,5er. Dran. So, jetzt wirkt das ganze Fahrzeug natürlich ein bisschen nackig und wenn ihr das jetzt hier zusammendrückt, seht ihr schon, durch den Gitterrohrrahmen wird das Ganze cool hier versteift. Dann zum Schluss Karosse drauf und also wir müssen vorne zuerst hier einsetzen. So und dann hinten. Dann mit Karosserieklammern festmachen und fertig. Interessant wäre vielleicht noch die Karosserieklammer hier irgendwie festzumachen, Loch zu bohren, reinzubauen, damit er die nicht verliert. Aber gut, das ist jetzt das kleinste Übel. Man kann zur Not auch hier oder hier das irgendwie mit einem Draht bzw. mit einem Faden festmachen. Und dann hat man das. Ansonsten sieht das doch schon mal ganz schick aus. Wir haben hier eine schön eng anliegende Karosserie, die hier haben wir hier aus Lexan nochmal so einen Seitenschutz, dass hier so wenig wie möglich Dreck reinkommt. Sollte ein bisschen abhalten, dass das innen drinne verschmutzt, das Fahrzeug.
Ja, das war's dann, würde ich sagen. Sender bei, zwei Akkus bei, ein Ladegerät ist bei, das Fahrzeug ist bei, Senderbatterien sind bei, alles bei. Ihr braucht nichts mehr dazu. Für 220 Euro kriegt ihr hier diesen Giant Bass von Reely. Ja, ich würde sagen, das sieht doch schon mal gut aus vom Gesamteindruck. Also nicht nur der Eindruck, die Komponenten sind gut, Karosserie ist schön lackiert, der Aufbau ist schön, alles sauber zusammengebaut. Ihr habt eine Einzelradaufhängung, ihr habt ein kugelgelagertes Modell, ihr habt Differentiale vorne und hinten, ihr habt das Mitteldiff bzw. Mittelantrieb hier. Den leistungsstarken Motor hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt, habe ich jetzt noch gar nicht gesehen bzw. lesen können. Wie viel KV habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Wenn ich hier jetzt den Kühlkörper abmache, ich weiß gar nicht, ob man da was sieht, weil irgendwie habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Really? Hier der Kühlkörper ist dran und hier sehen wir es. Ha! Ein Turbo, nennt sich Turbo, und zwar ist das ein 3180 kV Motor. Zum Glück konnte ich das jetzt noch nachliefern. Der Motor ist mit bei im Fahrzeug. Und wie gesagt, ein Kühlkörper auch mit bei. Ja, wer halt, wenn es halt mal doch mal Temperaturprobleme gibt, wenn es zu warm wird, dann ist immer noch Platz für einen Lüfter. So. Das war's. Das war mal die kurze Vorstellung vom neuen Reely Giant Bass 1:8 R2R Buggy. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert den Kanal. Hinten nochmal ein Blick auf den Heckspoiler, ganz einfach befestigt mit zwei Karosserieklammern. Der ist übrigens auch noch einstellbar, hatte ich glaube ich vergessen zu sagen. Ihr könnt den Winkel hier einstellen, dass er praktisch etwas steiler oder etwas flacher ist. Also die Möglichkeit bietet hinten der Spoiler noch. Das wollte ich jetzt nochmal nachtragen zum Reely. Thank you.